Hallo Leute, es geht weiter mit Fairy Legends of Avalon. Ich habe mal in unserem Inventar nachgeguckt, wie es aussieht mit unseren Set-Rüstungen. Und wir haben so ungefähr 3 oder 4 von Wasser. Das reicht noch nicht, deswegen bin ich bei Luft geblieben. Und was ich halt immer noch nicht kapiere, ist, ob man halt wirklich nur den Tornado-Angriff, den wir jetzt vollständig schon längst gelernt haben, ob man den jetzt nie ändern kann. Weil da steht ja immer, dass man das andere erst kann, wenn man Feuerball, Pipapo irgendwie schon gelernt hat. Aber man kann es halt überhaupt nicht ändern. Und das verstehe ich nicht. Weiter geht es jetzt erstmal hier nochmal in die Geschichte rein. Gucken, was wir machen sollen. Was sollen wir machen? Finde die höchste Stelle der Insel. Ach ja, das sollten wir machen. Gut, dann flattern wir mal ein bisschen rum und suchen die höchste Stelle der Insel. Da oben vielleicht, wo es leuchtet. Könnte das sein? Ist das vielleicht erkunden? Ja, das ist doch hoch. Neuer Abschnitt, begib dich, Baba, zu dem Typen zurück. Und jetzt haben wir noch was bekommen. Stand da gerade, ich habe nie aufgepasst. Huch, wo bin ich? Da. Nee. Inventar. So, Armbänder. Was haben wir neu? Ah, Feuer verbessert. Nee, das wollen wir aber auch nicht. Aber das ist es halt. Wenn wir jetzt einen Feuerball zaubern könnten, wäre das Set dazu passend natürlich auch schön. Wozu aber, wenn wir eh nur den Tornado bis zum Ende des Spiels können, dann bleibe ich natürlich bei Luft. Also, das verstehe ich irgendwie noch nicht ganz. Weil egal, was ich da klicke, so richtig was ändern kann ich, glaube ich, nicht. Nee, zu ihm will ich eigentlich auch nicht. Wo ist der andere nochmal? War der nicht hier unten? Da. Den sieht man nämlich immer kaum hier. Lumpo, grüß euch, meine fliegenden Freunde. Ich habe deinen ersten Hinweis ohne Probleme finden können. Aha, nun, der nächste Hinweis wird schwieriger werden. Er befindet sich am höchsten Punkt der Welt und es war nicht gerade einfach, ihn so weit oben zu platzieren. Ja, der war total hoch, voll hoch. Würde dich gerne was fragen. Schiff. Was weißt du über das Schiff? Hatten wir das nicht schon? Es wird wohl in Energie dieser Landschaft verfallen sein. Aha. Gut, dann ciao. Ich dachte, wir kriegen jetzt noch einen Hinweis. Das war's jetzt mit ihm? Oder was? Wollen wir nochmal hier in Geschichte reingehen? Lumpus Rätsel. Findet die höchste Stelle dieser Welt. Achso, das war die Stelle der Insel. Wir sollen jetzt die höchste Stelle der Welt finden. Ja, ich glaube, das kommt noch. Machen wir noch. Was sollen wir hier machen? Brauche einen brechreizerregenden Trank. Find bitte die Korrigane, um den Schiffknacker herbeizurufen. Okay, dann mache ich das mal. Ich habe jetzt schon einige. Habe ich eigentlich alles schon? Ich weiß es gar nicht. Wenn wir alles haben, dann gehen wir erstmal zurück hier zu denen. Wo sind die denn? Da. Hui. So. Guten Tag, fischiges Wesen. Würde gerne mit dem Schiffknacker reden. Heilen. Hier sind die Zutaten. Perfekt. Es wird nicht lange dauern. Ein Tropfen, 2 Tropfen, 3, 4. Und sieh da, ein brechreizerregender Trank. Großartig. Vielen Dank. Und nun, was muss ich jetzt damit machen? Ich rufe den Schiffknacker. Dann haust du ihm ordentlich eins auf die Rübe, damit ihm kurz schwarz vor Augen wird und er sein Maulchen weit aufreißt. Genau in dem Moment musst du ihm den Trank einflüssen. Achte darauf, dass er alle runterschluckt und nicht die Hälfte wieder ausspuckt. Okay, vielen Dank. Ich werde mich genau an deine Anweisung halten. Genau so machen wir das. Abschnitt abgeschlossen, kämpfe gegen den Schiffknacker und flüsse ihm den Trank ein. Aus. Ein. Ja, okay. Was ist das jetzt bitte für ein Monstervieh? Ja, klar. Okay. What? Was ist das? Okay, einfach mal so ein Mega-Bosskampf. Und mit meinem Tornado kann ich anscheinend nicht so viel hier ausrichten. Machst du mal bitte einen Feuerball und einen Stärkeangriff. Okay, Feuerball war schon gut. Physischer Angriff ist, glaube ich, besser. Okay, ich glaube, er mag eher so den normalen Angriff lieber. Ja, 70 ist auf jeden Fall sehr gut. Magie nämlich nicht so. Okay, wir machen physische Angriffe. Überwiegend, würde ich sagen. Was ist das eigentlich für ein Vieh, ey? Ja. Angriff. Nee, wir machen Geschosse. Und Angriffe. Jawohl. Und es brennt, das Vieh.
der Schiffknacker, bei dem ich eigentlich eher gedacht hätte, dass es irgendwie was anderes ist. Ich dachte, mit dem Schiffknacker kann man reden oder so. Aber okay, es ist einfach mal so ein fettes Wassermonstervieh. Finde ich aber ganz cool. Also es überrascht einen in diesem Spiel einfach. Okay, ich sollte mal so ein bisschen eine heilende Welle machen. Und dann nochmal bitte einen Angriff. Unser Drache ist gut in diesem Falle. Besser teilweise als wir. Pistole war aber auch gut. Sehr gut. Aber 35 ist nicht, natürlich nicht so gut wie 70, aber egal. Immer noch besser als unsere Magie anscheinend. Ja, mach ich mal wieder Geschoss. Und... oh, ich muss mal heilen, sehe ich gerade. Und zwar diese wie hieß sie noch? Amaretta, genau. Die kriegt jetzt mal nochmal einen mittleren Heiltrank. Mach ihn mal platt. Dankeschön, Drachilein. 600 Erfahrung. Und ein Fertigkeitspunkt. So wollen wir das haben. Okay, jetzt haben wir ihm den ekligen Trank gegeben anscheinend. Achso, wir sollen unsere Fertigkeit wieder verbessern. Ja, okay. Ich mach mal die Geschosse wieder besser, obwohl heilende Welle wäre auch nicht schlecht. Ich mach mal ein Upgrade für die heilende Welle. Sprich mit den Korriganen. Alles klar. Ist er jetzt weg? Nee, der, doch. Okay. So, was sagt ihr dazu? Guten Tag, fischiges Wesen. Dank deines Tranks ist der Schiffknacker wieder gesund. Wir stehen in deiner Schuld, fischiges Wesen. Schließlich haben wir Korriganen, dir unser Leben zu verdanken. Wir sind doch überhaupt nicht fischig. War mir ein Vergnügen, euch zu helfen, außer die Sache mit dem Trank, den ich dem Schiffknacker ins Maul schütten musste. Achso, die sind jetzt hier weg. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir mal nach oben, würde ich sagen. Gucken mal, ob vielleicht der Kapitän oder so? Oder reden jetzt die Geister mit uns oder was? Seuche vorbei. Das Problem ist beseitigt. Der Schiffknacker wurde geheilt und die Korriganen sind auch nicht mehr krank. Es besteht keinerlei Ansteckungsgefahr mehr und du kannst sie jetzt freilassen. Ja, wenn sie wieder gesund sind, warum nicht? Der Schiffknacker war krank und da hat es die Korriganen auch erwischt. Weißt du vielleicht, warum er alles gegessen hat, was ihm in die Quere kam? Das ist alles die Schuld des Kapitäns, diese verruchte Ratte. Er hat sich in seiner Kajüte eingesperrt und der Geist des Schiffes beschützt ihn vor uns. Sprich mit der Galisionsfigur. Sie ist diejenige, die dafür sorgt, dass er sich pudelwohl fühlt. Gut, dann will ich sie nicht warten lassen. 250 Erfahrung. Die Krankheit des Schiffknackers ist damit erledigt. Und wo ist jetzt wer, mit wem wir reden sollen? Ach, hier. Können wir erstmal mit ihm hier reden nochmal? Gut gemacht, meine fischigen Lieblinge. Ihr musstet nicht mal den Schiffknacker nerven. Jetzt sind wir geheilt, danke. Ist alles in Ordnung? Du siehst besorgt aus. Da sind diese kranken, gewalttätigen Gnome, meine fischigen Freunde. Ein paar von ihnen hungern am Bug herum. Die anderen hinten am Heck. Die wollen uns in die Zange nehmen, diese gemeinen Strolche. Willst du uns vielleicht helfen, fischiges Wesen? Ja. Kümmere mich darum, ein paar sind am Bug, die anderen hinten am Heck, hast du gesagt? Genauso ist es. Schnapp sie dir und erteile ihnen eine Lektion. Ja, wir sind ja viel cooler, obwohl du es nicht zugeben willst. Mimi. Okay, wo sind die denn jetzt alle? Da sind unsere Freunde. Oh, wer flattert denn hier rum? Achso, es sind meine Leute.
Ach, schön. Da. Bestimmt sollen wir mit denen mal hier, ne? Loslegen. Hallo. Hoja! Los geht's! Dunkelriffgnom. Hoja! Was ist mit denen denn los, ey? Auch schön. Hoja! Na, Eis ist ja wirklich mal wieder nicht so dolle bei ihr hier. Aber okay. So, Feuerball. Vielleicht brennt ja einer. Der brennt. Der auch. Der nicht. Okay. Die sind ja voll auf Zack hier, die Gnome. Hoia! Voll die Ninja-Gnome. Die Geräusche sind echt der Burner. Ach, schön. Mach mal wieder so einen normalen Angriff. Okay, geht gerade bei dem nicht. Alter! Pistole und normaler Angriff, bitte. Nicht wesentlich besser, wie es aussieht. Hiya! So, der ist nämlich auch gleich hinüber, genauso wie der jetzt. So. Wie die auch noch vorher mit dem Finger auf einen zeigen. Hey, ja! Okay. Gut, dann bitte Geschosse einmal. Pistole. Damit wir hier den Dunkel... Oh, das war 140. Amareta, das war nicht schlecht, du. Oh, da ist er ausgewichen. Ja, es wird dir leider nichts nutzen, kleiner Dunkelriffgnom. Weg war er. 300 Erfahrung, das war supi. Damit haben wir, glaube ich, das hinten schon gelöst. Jetzt gehen wir mal nach vorne. Düdelüdelde. Machen wir die gleich. Erledigen wir das doch gleich, was wir hier machen sollen. Wo sind sie? Ist überhaupt richtig, wo ich hier bin? Das sieht cool aus hier. Oh, oh mein Gott. Was ist das denn für eine The Ring Tussi? Alter! Senta? Wer ist Senta? Was zum Geier ist mit diesem Spiel auf einmal los? Warum kämpfe ich jetzt hier auf einmal gegen so eine Grudge-Tussi? Okay. Die machen wir einfach fertig, egal wer sich uns in den Weg stellt. Also Magie findet sie auf jeden Fall nicht so toll. Was sagst du zur Pistole? Das war sehr gut. Das war sehr gut. Stärkeangriff. Jetzt brennt sie auch noch die Olle. Ey, wie die aussieht. Krass. Okay, sie zieht nicht gerade viel ab. Und auch nicht, wenn sie mit ihrer Hand angreift. Das ist ja alles noch okay. Alleine der Tornado, was der schon abzieht im Moment bei ihr. Ja, die ist ja gleich schon hin, würde ich sagen. Mach mal ein Inferno noch, Drake. Genau. Boah, ey. Voll der Dämon hier, voll der Geist.
Okay, sie ist ausgewichen. Kein Problem. Vielleicht macht der Drake sie jetzt noch fertig. Geht das? Schafft er das? Ja, geschafft. Wer war denn jetzt diese Senta? 400 Erfahrung auf jeden Fall. Lass mich in Ruhe und lass auch meinen geliebten Verlobten in Ruhe. Ich werde ihn da nicht rauslassen, nicht so lange noch Meuterer das Deck meines Schiffes unsicher machen. Vielleicht sind die Meerjungfrauen ja deswegen wegen ihr die ganze Zeit so in Aufruhr. Die Seemänner müssen beschwichtigt werden. Ich werde sehen, was ich tun kann. Geh nicht weg. Achso, jetzt soll sie nicht weggehen. Wir haben ja nur gerade so sie fertig gemacht. Okay. Die sieht auf jeden Fall sehr sympathisch aus. Nette Freundin. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das der Grund war. Ich wollte eigentlich vorhin noch sagen, dass es sehr cool aussieht hier. Vorne am Bug diese Frau, die hier ins Holz eingeschnitzt wurde. So Nixon-artig. Mag ich. Und das sind, glaube ich, die, gegen die ich eigentlich kämpfen wollte. Das machen wir jetzt auch mal. Haben wir das auch gemacht. Hier wieder diese coolen Ninja-Gnome. Ja! Wir haben auf jeden Fall in diesem Part schon sehr viel gekämpft und erledigt. Agro-Gnome. Genau, die mochten ja lieber so Geschosse und so, ne? Genau. Vielleicht brennen die ja wenigstens mal in der Zeit, wo ich die anderen angreife. Aber leider nur einer, aber immerhin. Ich krieg mich nicht ein, ey, mit diesen Geräuschen, die machen. Das ist echt zu witzig. Kann man doch nicht ernst nehmen. Mann, du hört mal auf auszuweichen. Aber immerhin brennen die beiden jetzt. Wenn sie da so aggro auf uns eindreschen. Aber unser Drake leider auch. Schade, dass es nicht wie bei Final Fantasy ist, dass er jetzt halt dadurch geheilt wird. Das wäre ziemlich cool eigentlich. Aber auch nicht unbedingt notwendig. Oh Mann, der ist echt flink, der Kleine hier. Der weicht immer aus. Dann vielleicht doch nochmal mit Magie die letzten Schritte versuchen. Oh Mann, da war ich da auch aus. Nicht schlecht. Das hat er aber abgekriegt jetzt. Bin wieder ausgewichen. Pistole bitte einmal. Ja, sehr gut. Und weg ist er, na, endlich. Und der brennt wieder und ist auch tot. Sehr gut. Ach, 300 Erfahrungen und die haben wir auch erledigt. Begib dich zurück zum Anführer der Korriganen. Wen haben wir hier? Ach, da haben wir... Ist das der, zu dem wir wollen, oder ist es ein anderer? Vielen Dank. Seit der Schiffknacker wieder gesund ist, fühlen wir uns so gut wie schon lange nicht mehr. Es ist alles wieder in Ordnung. Die Gnome werden euch keinen Ärger mehr machen. Vielen Dank. Das musst du gleich den Anführer sagen. Der hat sich nicht vom Fleck gerührt und leitet dem Kapitän immer noch Gesellschaft. Ich mache mich sofort auf den Weg. Gut. Dann einmal nach oben bitte. Oder sind wir? Nee. Das war schon richtig hier. Okay. Dachte, er wäre weiter oben. Hier, du Geist. Achso, die sind immer noch pissig. Wie die Geister. Ich dachte, die sind mal ein bisschen freundlicher, wenn sie wissen, wir haben ihnen geholfen. Aber okay. So. Vielen Dank. Seit der Schiffknacker wieder gesund ist.
Nur weg. Musst du gleich dem Anführer sagen. Okay, ciao. Was mit euch hier? Ihr seid in Ordnung? Seid gegrüßt, ihr ehrenwerten Flügeldinger. Was willst du wissen? Piraten. Was weißt du über die Piraten? Blabla, Sumpfratten, tschüss. Okay. Dachte, die sagen jetzt was Neues mal. Mit dem reden wir mal. Das ist der Richtige. Gut gemacht, meine fischigen Lieblinge. Ihr musstet nicht mal den Schiffknacker nerven. Jetzt sind wir geheilt. Danke. Alles in Ordnung. Die Sache mit den Gnomen ist erledigt. Vielen Dank, meine kleinen Freundinnen. Ja, tief in eure Schuld. Ich werde mich mal auf die Suche nach weiteren Gnomen machen und sie davon jagen. So. Haben wir dafür eine Belohnung bekommen? Ja! Haben wir. Sogar einen Fertigkeitspunkt. Cool. Dann mache ich jetzt mal die Geschosse wieder besser. Dann sind wir da auch besser. Stufe 3. Hier mit unseren coolen Hörnern. Und das bestätige ich natürlich so gleich. Was sagt jetzt unsere Story? So, was haben wir hier? Meuterei. Findet einen Weg, um die Piratengeister zu beschwichtigen. Ja, und wir müssen noch dieser... Findet in der Stadt hier einen Stoff? Wir haben doch jetzt mit ihr... Findet die höchste Schnur. Fliegender Holländer. Sprich mit Senta, der Galisionsfigur, beende die Meuterei. Wie wir das machen und wie wir das beenden und wie das Ganze ausgeht, das sehen wir dann im nächsten Part von Fairy Legends of Avalon. Viel geschafft. War ziemlich cool. Coole Bosskämpfe hier, wenn ich das so sagen kann. Ich weiß gar nicht, ob das richtige Bosskämpfe waren, aber coole Gegner auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.